Ich möchte mit einem Zitat beginnen, beziehungsweise etwas, was ich in einem ganz verdienstvollen Lexikon gefunden habe. Das ist ein von Greschardt, ist Herausgeber, ein Personen- und Namenslexikon für den Bereich Theologie und Religion. Und dieses Lexikon widmet Schlatter ganze 4 Zeilen. Wenn Sie selber bei Greschardt aufgefordert worden wären, den Artikel über Schlatter zu schreiben, wie viele Zeilen hätte er bekommen und was stünde bei Ihnen drin? Immer wenn ich jemanden frage, hast du schon mal von Schlatter gehört, sagen, ja, ich glaube, da habe ich diese kleinen Bände, die Erläuterungen in meinem Regal. Da gibt es einerseits noch mehr, es gibt natürlich seine wissenschaftlichen Kommentare zum Neuen Testament. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, Schlatter hat über 400 Publikationen in seiner Bibliografie, das ist einiges. Und er ist einer der wenigen, und deshalb, was ich vor allen Dingen erwähnt hätte, wäre eben der Fakt, dass er einer der wenigen Theologen ist, die es fertiggebracht haben, nicht nur neutestamentliche Exegese zu betreiben, sondern auch neutestamentliche Theologie, sondern auch eine Dogmatik zu schreiben und dann noch eine Ethik hinterher. Das ist, glaube ich, relativ einzigartig. Ja. Herr Professor von Lübcke. Ja, wie viele Zeilen würde ich ihm widmen? Ich darf kurz nur einfügen, Schleiermacher hat 2 Seiten bekommen. Ja, die hätte ich auch gerne und die werden auch nicht ausreichen. Aber wichtiger ist ja, dass man in Kurzform das Wesentliche benennt. Und da hilft es nicht, eine lange Aufzählung von einzelnen Werken zu bieten, sondern das Charakteristische, den Charakter dieser Theologie zu umreißen. Und da würde ich schon anschließen an die Nennung der Erläuterungen zum Neuen Testament und daran deutlich machen, dass Schlatter ein Theologe war, der die Schrift, die Heilige Schrift im Gesamtzusammenhang gelesen hat und kommentiert hat. Und das hat ihm so schnell keiner nachgemacht. Also sowohl genau auf den Buchstaben zu achten, das einzelne Wort auszulegen und dabei den Gesamttext der Bibel wahrzunehmen. Schlatter ist einer, der hat eine Einführung in die Bibel geschrieben und die hat durchaus systematisch-theologisches, dogmatisches Gewicht. Und das, da sehe ich das Erbe Schlatters. Das ist, hat kaum jemand wieder gewagt und wieder aufgenommen, ein solches Buch zu schreiben. Und natürlich würde ich, aber damit schließe ich jetzt erstmal, natürlich würde ich auch die Beiträge zur Dogmatik, zur systematischen Theologie im engeren Sinne stärker hervorheben und versuchen, die Grundfigur der Theologie Schlatters zu benennen. Gibt es da ein Werk, das Sie da besonders hervorheben würden? Wenn man es von der Dogmatik selber mal natürlich absieht. Also ich neige dann dazu, kleine Schriften zu nennen. Es gibt ja die großartigen Aufsätze, Reden von Adolf Schlatter und Diskussionsbeiträge. Ich würde in jeder Vorstellung Schlatters hinweisen auf atheistische Methoden in der Theologie. Also die Frage, die Methodenfrage in der Theologie, die Frage Verhältnisbestimmung von historischer Forschung und theologischer Auslegung, da ist so der Nerv der Theologie Schlatters für mich deutlich wahrnehmbar, auch da, wo er so engagiert ist und kritisch in der Auseinandersetzung. Und dann die Schriften zur Christologie, auch in Aufsatzform, das Bekenntnis zur Gottheit Jesu und die Gottheit Jesu und das Kreuz, das sind so Schriften, die ich auf jeden Fall nennen würde. Werner, bei dir formuliere ich die Frage anders. Da du eine umfangreiche Biografie geschrieben hast zu Schlatter, was, wenn du nur 4 Zeilen zur Verfügung hättest? 4 Zeilen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt annehmen würde. Ich halte es für absolut ungenügend, zumindest für ein theologisches Nachschlagewerk. In 4 Zeilen die Bedeutung eines Jahrhunderttheologen wie Adolf Schlatter zu charakterisieren. Sondern dahinter steht die tiefe Überzeugung, dass Adolf Schlatters Werk tatsächlich weit über seine Zeit hinausragt und dass er zu den Theologen gehört, die auch noch für das 21. Jahrhundert genügend Stoff zum Nachdenken geben. Ich würde hier auch ganz zentral die hermeneutischen Fragen nennen. Also die Skriptologie und die Hermeneutik kann man nicht voneinander trennen,
also seine Lehre von der Heiligen Schrift und seine Lehre vom Verstehen und seine Erkenntnislehre, die gehören natürlich eng zusammen. Und ich denke, das ist so eine Scharnierstelle zum Verständnis für sein Gesamtwerk, für ihn als Exeget und Systematiker. Herr Ringlem. Ja, ich möchte das noch zuspitzen, was Herr Neuhe gesagt hat, und zwar in der Richtung, dass man doch sehr genau sagen kann, worin denn die Bedeutung Schlatters für heute besteht. Das sind nicht irgendwo vage Einsichten, die er gehabt hat und die man vielleicht nicht vergessen sollte, sondern den wichtigsten Satz, finde ich, hat der Bräutigam vorhin gesagt, er hat immer das Ganze der Theologie im Blick gehabt. Und das ist von unglaublicher Aktualität. Und Schlatter ist eben jemand, der dieses nicht aus dem Blick verloren hat. Das haben Sie ganz wunderbar gesagt. Mein Plädoyer, Schlatter ist deswegen heute sehr wichtig, weil man an ihm lernen kann, das Ganze der Theologie und insbesondere auch der neutestamentlichen Wissenschaft im Zusammenhang mit der Systematik im Blick zu haben. Da würde ich gerne eine Frage anschließen und Sie irgendjemand hier auf dem Podium zur Beantwortung überlassen, nämlich die Frage, wie optimistisch dürfen wir da sein, dass ein Entwurf wie der von Schlatter die Theologie in dieser Hinsicht prägen könnte? Im Rückblick auf die letzten 30 Jahre Schlatterforschung kann man eine doppelte Bewegung feststellen. Also zum einen hat es doch zahlreiche erfreuliche Publikationen gegeben, auch Monographien zu ganz wichtigen Themen der systematischen Theologie, auch Schlatters und auch der Philosophie, und zwar international, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Nordamerika. Auch Übersetzungen wurden angefertigt. In Korea wurde ein Schlatterhaus in meiner Anwesenheit eröffnet. Auch in Japan gibt es Schlatterforschung. Also es tut sich international hier doch Erstaunliches. Das ist das eine. Aber andererseits warne ich vor einer Überschätzung jetzt dieser Vorgänge. Natürlich, jeder Vorgang hat für sich seine Potenz in sich und wir hoffen darauf, dass es ein fruchtbarer Vorgang ist. Insofern ist das nicht nichts, aber ich hätte mir in den letzten 30 Jahren doch mehr nachhaltige Wirkung auf die deutschsprachige Theologie gewünscht. Mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar, Werner, du hattest es vorhin gesagt, dass Schlatter eben eine Zeit lang einfach auch vergessen war, er musste wieder entdeckt werden. Mich würde jetzt bei jedem hier auf dem Podium interessieren, wie er Schlatter entdeckt hat. Herr Bräutigam, vielleicht fangen wir gerade bei Ihnen an. Ja, wie ich es schon angedeutet habe in meinem kleinen Dankeswort, ist, dass ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wieso ich nun Ihre Biografie eines Tages in den Händen hatte über Schlatter, aber irgendwie saß ich da als Pastor einer kleinen Gemeinde, habe diese Biografie gelesen und dann habe ich gedacht, das ist faszinierend, weil hier ist jemand, der Theologie mit Kirche verbindet. Und ich befand mich eben gerade in einer praktischen Situation als Gemeindepastor einer kleinen Gemeinde und war aber auch theologisch interessiert. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Mann und hier von ihm will ich lernen. Ne? Und dann habe ich mich entschlossen, nach der Lektüre dieser hervorragenden Biografie mich näher mit Schlatter zu befassen und habe dann seine Christologie erforscht. Und man weiß ja nie, wenn man sich auf so ein längeres Projekt einlässt, 4 Jahre Doktorarbeit, wie das dann auch tatsächlich wird. Ne, entdeckt man Seiten an Schlatter, die man vielleicht nicht so mag oder wo man vielleicht etwas abgestoßen wird sogar. Aber ich kann wirklich sagen, in all diesen Jahren ist er mir richtig ans Herz gewachsen und ist lebendig geworden irgendwie. Dank auch seiner Rückblicke auf die Lebensarbeit, sein Erlebtes, dass er selber auch über sein Leben und seine Theologie berichtet hat. Dadurch wurde das auch lebendig. Ja, so war das bei mir und ich bin da sehr dankbar für. Ja. Herr von Lübcke. Ich bin relativ spät auf Schlatter gestoßen worden. Es gab einen äußeren Anlass, das war der 150. Geburtstag. 2002 war der Anlass, eine Auswahlsammlung zu erstellen von Schlatter-Schriften, die ich bis dahin noch nicht gelesen hatte, aber es wurde mir zugetraut, ich könnte die herausgeben und vielleicht auch erschließen.
Also es war eine Pflichtaufgabe, die ich übernommen habe, nichts ahnend, was da auf mich zukommen würde. Und ich habe dann im Laufe der Arbeit in der Beschäftigung mit Schlattertexten Feuer gefangen, habe die Affinität dieses Denkens wahrgenommen zu den theologischen Charakteren, theologischen Entwürfen, mit denen ich mich gerne auseinandersetze und beschäftige. Also Adolf Schlatter wurde ein zusätzlicher Gesprächspartner im Gesprächskontext, und jetzt nenne ich noch andere Namen, natürlich die Reformatoren. Ich nenne Johann Georg Hamann, der hier auch schon genannt wurde. Ich nenne aber auch Dietrich Bonhoeffer. Das ist mir in der Beschäftigung mit Schlatter dann und mit Bonhoeffer aufgegangen, wie viel Bonhoeffer von Schlatter an Anregungen, an Impulsen aufgenommen hat. Und das trifft sich genau mit der Erfahrung von Herrn Ringleben. Bei Bonhoeffer gibt es das schöne Votum, der Ratschlag an Pfarrer und Pfarrerinnen, Prediger, Predigerinnen: Zur Vorbereitung einer Predigt möge man doch historisch-kritische Kommentare kommentieren, aber auch theologische. Und theologische, das sind die Kommentare der Reformatoren und Schlatter, nennt er. Und er wollte auch im Blick auf seine Bibliothek, wollte er gerne seine Schlatter-Sammlung, wollte er bewahrt und aufgehoben wissen, hat er noch aus der Haftzeit verfügt. Also das bestätigt genau diese Eignung schlatterscher Theologie für die Predigtaufgabe. Und in der Hinsicht ist er mir sehr wichtig geworden, zum Gesprächspartner geworden. Ja, ich habe Schlatter sehr früh in meinem Studium entdeckt. Durch verschiedene Freunde wurde ich motiviert, ihn intensiv zu studieren. Einer sitzt, glaube ich, hier. Ich sehe nur Dr. Professor Riesner. Ich sehe es nur nicht so genau, weil sie alle im Dunkeln sitzen und die Lichter sind recht intensiv. Es waren einige Freunde, die mich ermutigt haben, mich intensiv Schlatter zuzuwenden, was ich dann auch als Student getan habe, weithin im Selbststudium autodidaktisch ein Werk nach dem anderen durchgearbeitet. Und ich war einerseits fasziniert und andererseits immer wieder voller Widerspruch gegenüber dieser Art des Denkens, was an so vielen Stellen dem, was ich in den Hörsälen vernahm, zu widersprechen schien. Ja, aber gerade dieser Widerspruch hat im Grunde meine Hinwendung zu Schlatter noch verstärkt, sodass ich ihn zum wissenschaftlichen Objekt machte und meine Doktorarbeit über ihn schrieb bei Professor Karl-Heinz Ratschow, der übrigens ein großer Schlatter-Verehrer war, der Systematiker in Marburg. Und im Gefolge meiner Doktorarbeit kam ich dann an den Nachlass Schlatters. Dadurch kamen neue Impulse. Ich habe plötzlich gesehen, dass dieser Nachlass weithin unerschlossene, aber teilweise doch recht bedeutsame Manuskripte enthält. Und auf diese Weise bin ich dann zum Schlatterforscher geworden, eine Zeit lang von der Schlatterforschung beauftragt worden, den Nachlass theologisch zu sichten und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Detail schildern, aber es kam dann eben zu einer jahrzehntelangen Beschäftigung, die dann schließlich in der Veröffentlichung dieser umfangreichen Schlatterbiografie von 900 Seiten gipfelte, auf die ich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch hingearbeitet habe. Und da hat sich eine Tür nach der anderen geöffnet. Jetzt ist es, glaube ich, endgültig klar geworden, dass wir Schlatter gut finden. Aber eine Frage, die ich jetzt doch gern auch noch mal jedem stellen würde, ist: Wo irritiert Schlatter vielleicht auch? Ich habe ja den Versuch gemacht, zu zeigen, dass Schlatters Umgang mit der Heiligen Schrift auch in sprachphilosophischer Hinsicht überzeugend ist und angemessen ist. Und das ist nicht eine reine Sicht von außen. Es geht in der Tat etwas über Schlatters Selbstverständnis hinaus, aber trotzdem ist es nicht von außen, weil Schlatter selber das wurde ja hier schon ein paar Mal angedeutet, ein sehr starkes philosophisches Interesse gehabt hat. Und nicht nur Interesse, er hat ja ein größeres Buch geschrieben über den philosophischen Ertrag der philosophischen Arbeit seit Descartes, wo er die neuere Philosophie von Descartes bis zu
Bader wahrscheinlich, behandelt, also auch Kant, Fichte, Hegel, Schelling, und die kritisch darstellt. Aber nicht nur das, er hat in seiner Dogmatik starke philosophische Partien und er hat eine eigene kleine Metaphysik, so heißt dieses, diese Schrift, ich glaube 80 Seiten lang, verfasst. Das heißt, es gibt genügend Anhaltspunkte für einen systematischen Leser Schlatters, ihn auch in philosophischer Hinsicht weiterzudenken. Und Sie fragten ja, was sozusagen man vielleicht auch bemängeln könnte. Da würde ich nun sagen, so sehr es gilt, dass er ein, im Kern ein Sprachdenker war, der auch in seiner exegetischen Arbeit vor den Einsichten der Sprachphilosophie besteht oder die sogar faktisch realisiert. Zweitens muss man aber sagen, dass bestimmte philosophische Dinge bei ihm auch zu kurz geblieben sind. Also gerade in dieser Metaphysik, ich weiß nicht, sollte sie jetzt vielleicht nicht mit Details da behelligen, aber da könnte man sagen, da sind Dinge zu kurz gekommen. Er hat so viel geschrieben und so viel gearbeitet, dass man das auch nicht als Vorwurf aussprechen kann. Es ist aber der Sachverhalt. So ist es eben. Da könnte man weitermachen. Und zwar auch im Blick auf die Theologie, nicht aus sozusagen einem philosophischen Selbstzweck heraus, sondern im Blick auf die Theologie. Ich glaube zum Beispiel, das, was er am Anfang in der Metaphysik sagt, über das Verhältnis von Einheit und Vielheit, dass das weiterentwickelt werden müsste, damit auch seine eigene Trinitätslehre konsistent wird. In der Dogmatik schreibt er da eigentlich viel mehr, als er in der Metaphysik anbahnt. Also in solchen Richtungen könnte ich mir etwas, eine Weiterführung vorstellen, aber anknüpfend an Grundeinsichten, die bei ihm da sind. Aber ohne Philosophie geht es bei Schlatter nicht. Naiv war er, wenn überhaupt, in einem genialen Sinne. Dieses Jahr denken wir besonders an die Reformation, 1517. Und wenn Schlatter hier wäre heute unter uns, er würde wahrscheinlich fragen, na, habt ihr jetzt endlich die Reformation vollendet? Weil er immer davon sprach, dass wir auf die Vollendung der Reformation warten. Und er hat das immer so definiert, dass ihm so eine aktive Ethik gefehlt hat bei den Reformatoren. Er hat immer gesagt, naja, es führt alles zu einem faulen Quietismus. Das ist alles richtig, was sehe ich genauso. Man muss aber zugleich sagen, Schlatter ist der Erste, der ein großes Buch über den Glauben geschrieben hat. Der den Glauben als zentrale Kategorie des Neuen Testaments, heute wird ja überall von Glauben geredet. Die Moslems glauben und die Hindus glauben und so weiter. Das ist alles ein nivellierende Ausdrucksweise. Glauben ist ein Spezifikum des Christentums. Nur da wird geglaubt, im Islam wird gehorcht oder ergibt man sich oder was auch immer. Aber im Christentum wird geglaubt. Glauben ist die zentrale Kategorie. Und das hat Schlatter in einem großen Buch herausgearbeitet, als Erster. Das gibt vorher kein Buch über. Das ist auch eine reformatorische Tat. Schlatter kann also sehr, sehr emphatisch von der Wirklichkeit reden. Von der Wirklichkeit Gottes, von der Wirklichkeit der Geschichte. Und Wirklichkeit versteht er von der Wirksamkeit Gottes her im Gespräch mit der Wirklichkeit, kommt es zur Begegnung mit Gott. Im Hören auf das Zeugnis der Schrift begegnet uns die Wirklichkeit Gottes. Das ist sehr, es ist rasant. Kann von der Unterwerfung unter die Gotteswirklichkeit reden. Und wenn Sie danach fragen, was irritiert mich, so sind dieses Zutrauen zum Wirklichkeitsgehalt der Rede von Gott, finde ich als einer, der in der historisch-kritisch arbeitenden Theologie sozialisiert worden ist, mitunter befremdend, aber auch sehr, sehr herausfordernd. Das Zutrauen, dass uns in diesen alten Texten Wirklichkeit begegnet. Bis dahin, dass er das Zutrauen hat, dass wir durch das Neue Testament einen Einblick
in das Gefühlsleben Jesu bekommen. Das spricht ihm kein kritischer Exeget mehr nach, aber Schlatter wagt es. Also ich sehe jetzt keinen Bereich der Theologie, wo ich sagen würde, hier lohnt es sich nicht, bei Schlatter nachzuforschen und nachzufragen. Ich denke, das Primäre sollte einfach sein, dass wir uns zunächst mal herausfordern lassen, dort, wo wir Schlatters Herausforderung noch gar nicht wahrgenommen haben. Und da gibt es einiges, was wir an Nachholbedarf haben. Und deswegen hoffe ich auch, dass weiter über Schlatter geforscht wird. Es gibt hier auch noch einige Dinge zu forschen, gerade auch, was das Verhältnis Theologie-Philosophie anbetrifft. Schlatter hat ein viel differenzierteres Verständnis der Philosophie gehabt, als ihm fast durchweg unterstellt wird. Da sind wir im Moment gerade auch editorisch dran, durch Texte das zu erhärten. Aber da wäre es natürlich auch schön, wenn durch Forschungsarbeiten diese Einsichten dann auch noch wissenschaftlich erhärtet würden. Vielen Dank. Ich würde gern, bevor ich dann auch noch die Möglichkeit geben möchte, auch noch Rückfragen aus dem Publikum zu stellen, würde die Frage, wie bringt man vielleicht einen Studierenden der Theologie unserer Tage Schlatter jetzt nahe, der gesagt hat, das klingt hier so ganz interessant, was soll ich lesen? Herr Bräutigam. Für das deutschsprachige Gebiet, einfach als Systematiker empfehle ich wirklich seine Dogmatik, da würde ich anfangen. Seine Dogmatik lesen, langsam, in Satz für Satz, in Ruhe, aber da gibt es viel zu entdecken. Ja. Da vielleicht eine kleine Anekdote einfügen. Mein Zugang zu Schlatter war der, dass der Name hier im Bengelhaus sehr oft genannt wurde und ich gemerkt habe, der ist nicht einzuordnen und das hat ihn interessant gemacht. Und ich habe dann in Erlangen in einem Antiquariat die Dogmatik gekauft, begann sie zu lesen und habe nichts verstanden. Und habe sie auch erstmal weggelegt, dann aber später wieder fasziniert auf sie zurückgegriffen und würde das wirklich auch jedem Studierenden der Theologie empfehlen, weil ich den Eindruck hatte, hier wird die ganze Wirklichkeit abgeschritten wie eine Gemäldegalerie. Und das ist plötzlich eine Dogmatik, die mit Wirklichkeit, so problematisch der Begriff ist, die mit Wirklichkeit zu tun hat. Also das würde ich mich Ihnen ganz anschließen. Es lohnt sich da wirklich durchzubeißen. Mit einem Bleistift zwischen den Zähnen sich da durchzubeißen. Herr Ringleben, was würden Sie empfehlen? Ich überlege gerade, wie ich es hinkriege, Ihnen nicht zu widersprechen. Oh. Sie müssen das nicht hinkriegen. Ich meine, man sollte, wenn man sich mit einem Bibeltext beschäftigt, irgendwas von Schlatter dazulesen. Dann lernt man diesen Mann und sein Denken und sein Theologisieren kennen. Und dann kann zweitens oder im zweiten Schritt auch das Interesse an der Dogmatik vielleicht entstehen. Aber sozusagen, was das Besondere an dieser Dogmatik ist, würde ich sagen, das geht auch erst auf dem Hintergrund seiner Auslegung der Schrift. Entschuldigung. Es geht ja nur um die Reihenfolge, was anderes ist ja. Natürlich muss man viel von Schlatter lesen. Dann könnte es vielleicht auch ergänzen, wenn man ein Kleinhäppchen beginnen möchte, dann nimmt man seine Andachten oder kennen wir Jesus und dann hat man für jeden Tag ein kleines Häppchen. Und Dinge tauchen immer wieder auf, weil er sehr konsistent ist mit seiner Sprache. Man sollte jedenfalls das nicht so empfehlen, dass man schon sozusagen weiß, wer Schlatter ist und warum man den vielleicht lesen sollte, sondern man sollte in einer unmittelbaren Begegnung mit dem, was ihm eigen ist und was er mit einem besonderen Charisma macht. Und dann entstehen weitere Fragen und entsteht das Interesse an dem ganzen Werk. So würde ich das angehen, aber es ist mehr eine pädagogische Frage. Oder? Da verlasse ich einmal die Rolle des Moderators und bekomme dann gleich Widerspruch. Eine kleine Ergänzung darf noch machen zur Frage, wie bekommt man und wo bekommt man am besten einen Zugang zu Schlatter. Die meisten, glaube ich, finden den Zugang bei seiner Schriftauslegung. So ist es zum Beispiel dem Kardinal Schönborn in Wien ergangen, der nun seit einigen Jahren Woche um Woche Schlatters Schriftauslegung heranzieht zur Vorbereitung seiner Predigten.
So sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Ich möchte aber darauf verweisen, vor 4 Jahren habe ich mit Furcht und Zittern, kann man fast sagen, eine nachgelassene Vorlesung Schlatters neu herausgegeben, Einführung in die Theologie. Ich war mir sehr unsicher, ob man das überhaupt noch wagen kann. Aber ich habe seither mit dieser Vorlesung Jahrgang für Jahrgang bei den Theologiestudenten mit diesem Text gearbeitet und war jedes Jahr neu erstaunt, wie stark die Studenten auf diesen Text angesprochen haben, sodass ich auch positiv meine, Schlatter ist immer auch für positive Überraschungen gut. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Man kann es vielleicht auf ein Wort, auf einen Begriff zuspitzen, den Schlatter auch gebraucht und den er der biblischen Ursprungs ist. Das ist der Begriff der Entäußerung. Philipper 2, der Gottessohn, der sich entäußert, Mensch wird, Knechtsgestalt annimmt. Wenn Schlatter diesen Begriff aufnimmt, dann denkt er bei Entäußerung nicht an irgendeine Verwandlung von Gottheit in Menschheit, sondern es geht um den Machterweis Gottes. Er äußert sich so menschlich. Gott äußert sich so menschlich und erweist darin seine Macht. Das biblische Wort daraufhin zu lesen, heißt also, das Wort in diesem Sinne wirken zu lassen. Die Eigenschaft der Schrift ist die des wirksamen Gotteswortes. Mein Vorschlag wäre vielleicht dann, dem Preisträger noch ein Schlusswort zu überlassen. Das heißt, zu dieser Frage oder zu sonst etwas zu Schlatter. Schluss. Der Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, ist der, dass Schlatter bei diesen Fragen nicht stehen geblieben ist, sondern was er erreichen wollte, war praktisch unseren Blick auf die Schrift als das Mittel zu lenken, das uns mit Gott in Beziehung bringt. Dieser Begriff des Anschluss an den Christus, Anschluss an Gott. Das ist ja wirklich das, worum es bei ihm geht. Deshalb habe ich auch mein kleines Büchlein genannt, Gemeinschaft mit Christus, Schlatters Christologie der Beziehung. Und das ist wirklich das, was er mich gelehrt hat und was ich hoffe, was er uns heute auch alle noch lehrt, wie wir diesen Anschluss an Gott finden und wie wir den ausleben in unserem Leben. Das war ihm wirklich sehr wichtig, also nicht nur auf natürlich diese theologischen Fragen durchdenken und klären, aber sie dann auch wirklich in der Praxis ausleben, dass wir sehen, was in der Schrift steht, darüber nachdenken, aber es dann auch ausleben. Ich glaube, wenn man diese Triade bedenkt als Theologe, ich glaube, dann liegt man ganz in Schlatters Sinne. Herzlichen Dank und der Dank gilt allen, die hier auf dem Podium sitzen, dass sie sich auf die Themen und Fragen eingelassen haben. Und jetzt dürfen wir den Abend so langsam beschließen, nochmal mit einem Stück von Mozart.